Also die haben ja mal nachgeguckt, warum Burger von McDonald's so ewig aushalten, ohne irgendwie zu schimmeln oder so. Ja. Und die haben irgendwie teilweise bei manchen Burgern 39 verschiedene Antibiotika-Rückstände gefunden. Und Pestizidrückstände und sowas im Salat. Echt? Ja. Ja, gut, also halt ganz, 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 ganz bisschen, aber das macht schon was aus. Ja, das ist halt das Massenfleisch, das ist es halt. Ja. Und wer weiß, ob das nicht alles auch irgendwie krebserregend ist. Das interessiert mich, was krebserregend. Ich hab mal eine Tür gekauft, ne? Aus Altholz. Patrickholz. Eine Sperrholztür. Spermaholz. Sperr mal die Tür auf. Ich hab Juggernaut gekauft. Das müsste ich auch mal kaufen. Ronny, kommst du klar? Also Max kommt gerade wieder. Torge. Ich habe jetzt auch eine Magnum übrigens. Die ist gut, ne? Ja. Danke, Peter. Zusehen, dass wir öfter Max Ammo ziehen. Ja. Soll ich den Crawler Infinite da lassen? Warfare. Also ich lasse den Crawler jetzt gerade nochmal da. Noob! Noob! Krüppel! Krüppel! Wollen wir irgendwie gucken, dass wir nach jeder Runde irgendwie einen Crawler kriegen, dass wir Barrieren machen können? Ja, ist ganz chillig dann. Finde ich gut, die Idee. Okay, ich guck jetzt erstmal, wo die Barrieren jetzt sind. Warum krieg ich keine Punkte beim Barrieren zu machen? Vielleicht sind es schon genug Barrieren oder so. Krieg ich noch Punkte? Nee, ich krieg auch keine Punkte mehr. Aber wir können damit uns ein bisschen Zeit verschaffen. Ja. Also ich habe eine Tür weitergekauft, aber die andere wollte ich noch nicht machen. Okay. Ja, dann kill. Sei denn jemand, der viele Punkte hat, will das. Johnny, hast du schon Juggernaut? Torge. Wenn nicht, holt dir jetzt. Juggernaut ist doch gar nicht so gut, oder? Nee, Juggernaut ist wichtig. Das gibt dir mehr so. Leben. Ja, aber bei einem Hit ist das doch auch wieder weg, oder? Nö. Nein. Ja, okay, wenn du stirbst. Ja, nee, aber nach einem... Es hält dich so lange safe, wie du halt lebst. Also lass es auf jeden Fall. Also hol dir später, wenn später ist das sowieso ist, wichtig. Wird mein Leben dann wieder regeneriert. Hol es dir. Juggernaut ist mit das wichtigste Perk überhaupt. Okay. Später ist es total wichtig, weil die irgendwann anfangen, dich zu one-hitten, die Viecher. Ich glaube aber, so weit sind wir noch gar nicht gekommen bisher. Also soll ich den Crawler mal umgehen? Du hältst durch Juggernaut auf jeden Fall einen Schlag mehr aus. Und das macht schon auch was aus. Das kann zwischen Tod und Leben unterscheiden. Ja. Oben rechts siehst du deine Health Bar. Ah, okay. Alles klar. Gut. Das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Ich habe auch spät gemerkt, dass da überhaupt eine ist. Aber finde ich gut, dass mal eine da ist, sonst hast du die nirgendwo. Aber das ist irgendwie ungünstig platziert, weil das überhaupt nicht der Leserichtung oder dem Blick, der Blickrichtung entspricht. Ja, finde ich aber auch ganz gut so, denn ist das nicht im Weg. Ja, aber es sollte schon eigentlich eher unten sein oder so. Du bist unten. In der Evolutions-Tabelle. So. Oder sollte zumindest irgendwie blinken, dass es dann fällt zwischen. Ach man, wenn ich dreimal schieße und verfehle. Sag Bescheid, wenn er in der Magnum dein Hirn durchsieben soll. Ich weiß nicht, was ich... Ach, ich hab Carpenter gezogen wieder.
Carpenters Blocks. Wie viel Zombies leben noch? 15, ne? Ja. Lass gleich mal einen Crawler machen. Ja. Jetzt sowieso nicht mehr. Wieso nicht? Wegen Insta-Kill. Ja, warten wir halt einfach ein bisschen, ne? Oh, Geld. Ja, nee, lass die jetzt mal am Leben und nicht aufsammeln. Was ist mit der Kaboom? Nicht aufsammeln. Nicht aufsammeln. Niemanden töten mehr jetzt. Wie lange liegt die Kaboom da denn noch? Die verschwindet nach einer halben Minute. Geh weg da! Mann, was machst du da? Ich versuch grad Crawler zu machen. Johnny! Ist dein Crawler jetzt? Nee, aber hier sind noch drei Fuzzis, warte. Lol. Mach nichts! Mach nichts! Sind da jetzt Crawler? Ja, einer. Ja, gut. Hat jemand Erfahrung mit der Type 100? Die ist okay, ja. Die sieht auf jeden Fall schief aus. So, lass den Crawler jetzt mal da. Ich töte jetzt mal den Crawler. Halt die Fresse. Ihr könnt ja mal gucken, dass vielleicht irgendwie hier alles dicht ist. Ich bin nicht mehr ganz dicht. Toll, ich hab jetzt eine Shotgun. I'll be riding Shotgun. I've got the horses in the back. Fallschirmjägergewehr 42. Habt ihr jetzt alle hier Juggernaut? Ja. Ja. Buchentuchen, Restaurantkette. Was kommt jetzt? Jetzt kommt. Vorsicht, Peter! Tough Brew. Was war Tough Brew nochmal? Sowas wie PhD in okay. der Art. Was ist das? Weniger Explosionsschaden. Und weniger Fallschaden. Aber auf der Map bringt es eigentlich gar nicht so viel. Oh nein, ich kann mir Tough Brew nicht leisten. Ich habe hinten beim Anfang mal die ganzen Fenster zugemacht. Also hier ist jetzt alles dicht oder was? Kaufen wir weiter? Oder was noch bringt nicht? Das denn, wenn man die Fenster zumacht? Also ich meine, ist doch egal. Ja, aber das verlangsamt das am Anfang ein bisschen. Da kommen die Wellen nicht so krass. Die müssen sich ja dann erstmal alle durchhauen da. Um Ufo zu zitieren, keiner hat geahnt, dass die Wave kommt. Boah. Soll ich den töten? Ich glaube, jetzt kannst du. Warte, ich trinke gerade noch was. Bisschen besaufen hier. Mit Cola. Nee, mit Wasser aus der Glasflasche, aus der Saarflasche. Das ist hochprozentige Wasser. Hm. Von Adel Holzner. 100% ist das. Hm, 100% Alpen. Schmeckt irgendwie steinig. Schmeckt nach Schnee. Du meinst schmelzender Schnee. Hm. Ich finde gut, dass man gleichzeitig was heißt die Schnee nur anders kann. Was, Reberie? Reparie. Ich find's gut, dass man gleichzeitig reparieren und nachladen kann. Das ist gut, ja. Ich hab mir erstmal Tough Brew gegönnt. Ich hätte gerne Speed Cola. Kann man einem Zombie auch ein Bein wegschießen oder geht das nur mit Granaten? Weiß ich nicht. Infinite Ammo. Irgendwie ist die Zeit an 100. Warum deckt mich denn keiner? Peter. Ja? Oder Max, einer von euch beiden hat mich irgendwie nicht gedeckt. Ich hab extra die andere Seite gemacht, damit die dir da gleich nicht von hinten kommen. Ich hab dich vor einem Zombie gerade gerettet, Johnny. Ja, aber irgendwie kamen Zombies von hinten. Das heißt, einer von euch beiden hat gepennt. Mir ist das egal, ich mag dich eh nicht. Okay, lassen wir jetzt mal einen Crawler hier noch. Ich versuche mal einen zu machen gerade. Ich habe einen. Gut. Was ist hier jetzt für ein Perk? Double Tap gibt's jetzt hier. Was kann das denn? Also bei welchen die so einen Shot machen quasi mehr Schaden. Und bei welchen die halt zum Beispiel Maschinengewehr sind, da ist halt die Schussfrequenz höher. Vorteil ist, es macht dann halt dir schneller tot, die Zombies. Nachteil, du bist halt schneller
Leer. Ich würde mir auch gerne mal Double Tap kaufen gleich. Aber der Crawler versperrt mir gerade die Tür. Ich muss ihn mal eben reinkriechen lassen. Wenigstens ist das kein schneller Crawler. Torg ist hingefallen. Ja, aber ich habe Geld dafür bekommen. Double Tap Root Beer. Ich hasse Root Beer. Was machen wir jetzt? Ich habe gestern Ginger Beer getrunken. Wir könnten uns ja mal weiterkaufen, da hat irgendjemand 7000 Geld. Torge? Nee, Johnny. Aber warum muss ich denn immer bezahlen? Weil du das meiste Geld hast, Till. Oh Mann, nur weil ich Jude bin, heißt das nicht, dass ich Geld habe. Doch. Doch. Warum steht hier ein Kopierer? Ach nee, das ist gar nicht. Warum steht hier ein Fass mit Bio-Hazard? Nochmal mache ich nicht. Ich brauche halt gleich auch Geld für den Perk. Das kostet nur 500. Po! Jetzt habe ich kein Geld mehr. Po! Nee. Peter? Ich wollte mir eigentlich was kaufen, aber ja. Nope. So, jetzt kann man punchen. Aber keiner hat Geld für punchen. Johnny aber gleich. Johnny la gente esta muy loca. What the fuck? Da mäht ja gerade in der Rasen der Nachbar. Sheesh. Keine Ahnung, auf jeden Fall werden hier jetzt gleich mehr Zombies kommen, weil mehr Eingänge dafür sind. Heißt das, je mehr Eingänge, desto mehr Zombies spawnen? Nein. Ne, aber halt aus so mehr Richtungen können sie kommen. Finde ich ganz gut, weil dann verteilen die sich wenigstens und kommen nicht alle auf einmal an einer Seite. So, jetzt sind wir hier. Wo campen wir jetzt rum? Ich fand hier ganz gut, weil hier hast du ein bisschen mehr Freiraum. Aber müsst ihr wissen. Ja. Po. Po. Was hat er gesagt? I'm clean? Das habe ich auch gerade verstanden. Wurde auch mal Zeit, dass ich clean bin. Jetzt kommen sie. Die haben sich da hinten befreit jetzt. Johnny, kommst klar, dann helfe ich Torge. Wir sind jetzt da am Anfang, Multi und ich. Ah, die geht voll schnell alle, die Type 100. Ja, leider. Hä, wo seid ihr beiden? Am Anfang hätte ich gesagt. Was habe ich gezogen gerade? Ich habe es nicht mitgekriegt. Carpenter. Ist gut. Das verschafft natürlich auch wieder ein bisschen Zeit. Ich habe Packer Punch für euch gegönnt. Oh, no, nee, es ist gar nicht Packer Punch, aber wahrscheinlich ist Packer Punch jetzt günstig, oder? Weiß Kann das nicht. Sein? Mal schnell schauen, oder? Also ich kann es mir noch nicht... Quick Revive habe ich gekriegt. Ich habe Point Hall bekommen. Ja, okay, ich komme da glaube ich jetzt nicht hin. Das mache ich jetzt nicht. Do not touch me, Schweinehund. Hat er das gesagt? Oder ja. Lol. Double Tap ist hier noch. Ja, okay, lass die jetzt mal am Leben. Ist dann Crawler entstanden? Nee, warte mal. Ich glaube nicht, nein. Warte. Jetzt. Ja. Gut. Aber hier muss ja noch irgendwo einer sein. Wo ist hier denn? Irgendwo muss hier noch einer rumrennen. Ist ja nicht schlimm. Ich höre ihn. Wenn das nicht gerade der Crawler ist. Ich kaufe mir trotzdem mal eben eine neue Waffe gerade. Johnny, du kannst jetzt punchen. Ja. Wow. Ich hab unten in der Ecke so ein grünes Ding gerade gehabt, aber jetzt habe ich wieder Juggernaut. Das switcht ja durch da unten. Ich hab Molotov-Cocktails gezogen. Wieso switcht das unten durch? Ja, weil du die Perks hast. Da steht ja eine Zahl, wie viele Perks du hast. Achso, zwei. Was heißt denn dieses Grüne mit der Pistole? Grün mit Pistole? Vielleicht ist das Speed Cola. Eine weiße Pistole auf grünem Grund. Ich guck mal.
Es kann sein, dass es Speed Cola ist. Die Kiste ist weg.